Ja, zunächst einmal sehr herzlichen Dank für die Einladung. Das ist interessanterweise das erste Mal, dass ich in St. Pölten einen Vortrag halten darf. Hat lange gebraucht. Insofern bin ich sehr stolz, dass ich heute hier sein darf. Ich habe auch mit großer Freude vernommen, die grundsätzliche Auslegung dieser Veranstaltung, weil bei Game-Based Learning, da kann es in unterschiedliche Richtungen gehen und ich möchte es heute so ein bisschen auch in meinem Vortrag so etwas darstellen. Aber das Wesentliche, und das ist eigentlich so schon fast das Ende meines Vortrags, das Wesentliche ist, dass es eigentlich auf die Anwendung hinkommt. Das heißt also, wie ich eben spielerisches Lernen anwende, nicht auf das Spiel selbst, sondern auf die Anwendung dessen. Ich habe ein paar Dinge zusammengestellt, die im Wesentlichen in gewisser Weise meine Tätigkeit in dem Bereich umfassen und möchte dann zum Ende auch ein bisschen einen Ausblick darüber liefern, praktisch, was ich momentan als Trend sehe für die unmittelbare Zukunft, unmittelbar die nächsten 10 Jahre so ungefähr. Weil da sind einige sehr, sehr spannende technologische Entwicklungen, die auf uns zukommen. Aber bevor ich beginne, möchte ich vielleicht noch ganz kurz ein kurzes Video zeigen, sodass Sie ein bisschen ein Gefühl haben, in welchem Umfeld ich zurzeit tätig bin. Das ist im Wesentlichen ein Video, das zeigt die Art und Weise, wie unsere Studenten auf unserem College eben arbeiten und wie unser College funktioniert. Before the final credits, before your work comes to life, before the last note, before your big presentation, before the show, before your single drops, before you hit the runway, someone has to build the team. Someone has to ask why. Someone has to create the pattern. Someone has to practice and make mistakes and revise. Someone has to learn the moves. Someone has to focus and do the legwork and maybe even pull an all-nighter. But first, you need a blank page. You need an empty screen, a studio, a table. You need a big idea and the tools to bring it to life. You need ambition, passion, drive. You need a mentor who knows what it takes and cares enough to help you get there. First, you need a place that inspires creativity, strategy, and accomplishment. Unsere Universität wurde Ende des 19. Jahrhunderts gegründet im Rahmen der damaligen, das war so die Zeit, als gerade die Reformpädagogik hochgekommen ist. Und die Grundidee der Gründung war eine Umsetzung dessen, was wir heute als Experiential Learning nennen. Das heißt also, die Drexel-Universität macht im Wesentlichen seit etwa 120 Jahren Experiential Learning. Alle unsere Studenten müssen auch Internships machen, das heißt, die sind zwischen 6 und 18 Monate in der Industrie und wir sind sehr stolz darauf, dass wir auch eine der wenigen sind, die es schaffen, das zu kombinieren mit dem Status einer Research One University. Das ist also der höchste Status, den man im Bereich Forschung in den USA erreichen kann. Wenn man es zusammenfasst, und das ist, da kommen wir eigentlich schon so ein bisschen hin in Richtung Game-Based Learning, dreht es sich bei uns um etwas, was wir heute als Design Thinking nennen. Und das ist war für mich immer ein sehr spannender Begriff. Meine letzte Zeit hier in Österreich, da habe ich schon ein bisschen so in die Richtung geschaut. Als ich dann an die Drexel kam, haben es mir dort alle sehr wehleidig angeschaut, weil das ist eigentlich ein Begriff aus den 70er Jahren. Das heißt also, Designer wissen natürlich, Design Thinking wurde in den 70er Jahren im Wesentlichen am Stanford, auf der Universität Stanford, im Wesentlichen als Begriff erfunden, gegeben hat es ja schon länger. Und die Idee ist eigentlich auch sehr simple. Die Idee ist, dass wir heute in einer Zeit leben, in der die Probleme so komplex sind, dass wir sie durch rein analytisches Denken nicht mehr lösen können. Das heißt also, wenn Sie sich anschauen, die großen Ingenieursprobleme dieser Zeit,
haben eine derartig hohe Komplexität, dass sie nicht mehr sich hinsetzen können und das im Wesentlichen im Vorhinein alles planen. So, sondern man geht einen anderen Weg. Man geht einen Weg des iterativen Designs einer Lösung. Das heißt, also man schaut einmal, welche Form von Lösungen gibt es zum Problem. Das heißt, man analysiert nicht das Problem an sich, sondern versucht sofort auf die Lösung zuzugehen und dann zu schauen, wie sehr die Lösung das Problem löst. Um es im Wesentlichen zusammenzufassen, ist, dass wir heutzutage eigentlich nicht mehr Probleme lösen, sondern Lösungen designen. Das ist eigentlich der große Unterschied. Und das lernen wir im Großen und Ganzen eigentlich, wenn man zurückgeht auf die Reformpädagogik von einem John Dewey, von einer Maria Montessori, auf die geht es eigentlich zurück. Und das ist eigentlich auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt dessen, was wir heute mit Game-Based Learning zu erreichen versuchen. Also dieses Herangehen an iterative Lösungsansätze. Denn jeder, der also ein Computerspiel gespielt hat, der weiß, oder die weiß, dass das Spiel an und für sich ein ständiges Ausprobieren von gewissen Dingen ist. Das heißt, man versucht, etwas zu lösen, man scheitert, aber das Scheitern ist Teil des Lösungsprozesses. Das heißt, man geht zurück mit dem, was man gelernt hat durch das Scheitern und versucht, eine neue Lösung zu finden. Und genau das ist eigentlich das, was im Zentrum der eigentlich einer Bildung des 21. Jahrhunderts zu stehen hat. Und das war für mich immer sehr faszinierend, dass wir eigentlich die Zukunft der Bildung suchen müssen in ihrer Vergangenheit. Also im Wesentlichen in dem, was Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts zu einer Reformpädagogik herumgeschwirrt ist. Ich komme damit jetzt gleich direkt zum Game-Based Learning. Ich habe mir gedacht, ich mache Folgendes. Ich mache eigentlich einen Rückschritt und schaue mal so, was ist sozusagen im Laufe meiner Tätigkeit in dem Bereich so passiert und was war für mich wichtig, welche Dinge habe ich herausgefunden und welche Dinge haben sich als richtig erwiesen im Endeffekt. Und ich stelle das zusammen in 25 Punkte. Das war so eine schöne Zahl. Eigentlich sind es 23, zwei sind doppelt, aber 25 war eine schönere Zahl. Ich möchte mit ein paar Ausgangsbemerkungen beginnen, persönliche Ausgangsbemerkungen, die Grenzen aufweisen. Viele Leute waren am Anfang immer sehr grantig, wenn ich über Grenzen geredet habe, aber in Wirklichkeit ist es ja so, dass nur durch das Erkennen der Grenzen wir auch wirklich weitergehen können. Also wir müssen eigentlich wissen, wo unsere derzeitigen Grenzen sind, um sie auch durchbrechen zu können. Das heißt, also, das ist eigentlich ein wesentlicher Punkt. Ich möchte dann auf ein paar Entwicklungsprinzipien von Lernspielen eingehen, die wir im Rahmen der Entwicklung von Ludwig, ich möchte ein ganz kurzes Video dazu zeigen, entwickelt haben. Aus dem heraus hat sich dann einen gewissen Ansatz der Pädagogik entwickelt, den wir Medienspielpädagogik genannt haben. Das kann man jetzt an der Donau-Universität studieren. Das im Wesentlichen also versucht, dieses spielerische Lernen als Grundgerüst einer ganzen Pädagogik zu definieren. Dann zwei Herausforderungen, denn wir haben Grenzen und wir wollen die eigentlich durchbrechen. Das heißt, da gibt es Herausforderungen. Ein paar technologische Trends, die ich momentan beobachte, die ich besonders spannend finde und die uns, und das kann man heute schon sagen, in den nächsten 10 Jahren sehr beschäftigen werden und einige Dinge erheblich umkrempeln werden. Und zwei Utopien, die allerdings konkrete Utopien sind. Also nicht im Sinne einer Utopie, dass es also vollkommen irreal oder unrealistisch ist, sondern etwas, von dem ich fest überzeugt bin, dass es jeder von uns in seiner Lebenszeit auch noch wirklich erleben wird. Bemerkungen. Bemerkung Nummer eins. Wenn man mit Computerspielen oder Spielen im Allgemeinen zu tun hat, dann steht man in aller Regel vor einem Problem, nämlich dass die meisten Leute das Computerspiel als ein Produkt sehen. Das heißt, also, die sehen das als etwas, was ich kaufen kann, in einer Schachtel verpackt ist und dann stelle ich es in ein Regal und dann sammle ich zum Beispiel. Ja, so wie hier. Das ist aber nicht der Fall. Also ein Spiel ist eigentlich, und ich habe lange Zeit immer die Definition des Spiels auch mitgebracht. Ich möchte es heute nicht machen, weil damit ist es zu langweilig. Ein Spiel definiert sich erst durch den Prozess des Spielens. Das heißt also, ein Spiel ist kein Produkt, ein Spiel ist eine Handlung. Das heißt also, erst durch das gemeinsame Spielen, erst durch die Anwendung etwas, wird etwas zum Spiel. Jeder, der kleine Kinder hat, dem ist es unmittelbar einsichtig. Nicht? Also ein Kleinkind kann jeden Gegenstand zum Spiel erklären. Es ist einfach die Art und Weise, wie das Kind mit diesen Gegenständen umgeht, die im Endeffekt dann zu einer Spielhandlung führt. Das heißt also, wenn wir davon reden, Lernspiele zu entwickeln, dann haben wir schon mal grundsätzlich das Problem, dass das Lernspiel gar kein Produkt sein kann, sondern ein Lernspiel ist im Wesentlichen ein Prozess, der in der Lehre anzuwenden ist. Und ohne diesen Prozess ist das Lernspiel kein Lernspiel. Es ist genau genommen eigentlich gar nichts, es ist nur ein Produkt.
Ja, das heißt also diese Idee, wenn Sie auf große Konferenzen gehen, wo dann also die großen Verlage und Hersteller Ihnen versuchen, das neueste Lernspiel anzudrehen, das hilft Ihnen gar nicht, solange Sie nicht das didaktische Obergerüst haben. Also wir haben immer so ein gewisses didaktisches Metakonzept zu Lernspielen angeregt. Bemerkung Nummer zwei, als ich an die Donau-Universität kam und das erste Mal mit E-Learning in Berührung kam, das ist jetzt, ich würde mal sagen, 13, 14 Jahre her, wurde ich auf eine große E-Learning-Konferenz geschickt und dort hat jemand einen Satz gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass er genauso gefallen ist, aber ich möchte auch dazu sagen, es kann sein, dass er nicht genauso gefallen ist, und er ist mir nur so hängen geblieben. Er hat gesagt, also seit es E-Learning gibt, können wir endlich interaktiv unterrichten. Und das mag in gewissen Bereichen stimmen, also heute ist schon angesprochen worden, im Wesentlichen der klassische Hochschulbereich ist natürlich nicht interaktiv, das ist klar. Aber wenn Sie das eben vor einer Gruppe von Lehrern und Lehrerinnen, die in der Schule unterrichten, sagen, dann kommen Sie ein bisschen, ich würde mal sagen, veralbert vor, ne? Also irgendwie. Weil, wie soll ich sagen, was haben Lehrer sonst gemacht, irgendwie? Das heißt, also interaktives Unterrichten ist eigentlich, Unterrichten ist interaktiv, das ist so. Das heißt, die Frage, die sich hier stellt, ist, warum passiert das, dass das, und das hat nicht irgendjemand gesagt, sondern das war also eine ganz große Kapazunde im Bereich E-Learning. Das heißt, die Frage ist, warum wir der Technologie einen derartigen Stellenwert zuräumen, die sie eigentlich in der Form gar nicht hat. Technologie kann unglaublich hilfreich sein und sie kann uns in vielen Bereichen sehr, sehr stark unterstützen und sie kann auch das Bildungssystem umkrempeln. Aber im Endeffekt ist es nur ein Mittel zum Zweck. Das heißt, es ist nur etwas, das wir anwenden, um im Wesentlichen das zu erreichen, was wir erreichen wollen. Das heißt, also, wir sind wieder im Bereich des... Es ist der Prozess ist das Wichtige und nicht die Art und Weise, wie das Produkt entsteht. Bemerkung Nummer drei. Wir haben begonnen Anfang des 21. Jahrhunderts, also vor 11 Jahren, uns mit dem Bereich Game-Based Learning auseinanderzusetzen und zur damaligen Zeit wurde die Game City gegründet. Das ist ein Bild aus dem Jahr 2015, ich habe leider keins gefunden, aus 2007. 2007 war die erste Game City. Das ist der die Game City nicht kennt, das ist eine Veranstaltung im Wiener Rathaus, die wird gefördert durch die Stadt Wien und das Familienministerium und dort kommt man im Wesentlichen zusammen. Die Idee ist, dass also Jugendliche, Eltern, Pädagogen, Entwickler zusammenkommen können und sich austauschen können über die Entwicklung der Spiele. Das ist tatsächlich jetzt ein Bild aus 2007. Da gab es auch eine kleine Fachtagung dazu und diese Fachtagung wurde organisiert von ein paar Universitäten, wie gesagt gefördert durch das Familienministerium, eröffnet durch die damalige Familienministerin Kodolski. Gefördert durch die Stadt Wien im Wiener Rathaus. Und das für mich sehr Spannende war die Tatsache, dass also von den Universitäten, die beteiligt waren, die Technische Universität Wien darauf bestanden hat, dass ihr Logo nicht vorkommt. Die Begründung war, Spiele sind nichts Akademisches, wir wollen damit nichts zu tun haben. Das heißt, also wir hatten einige Kollegen im Organisationskomitee, die durften, das war also tatsächlich damals, da gab es einen Brief dazu, die durften privat sozusagen daran beteiligt sein, durften aber sich nicht deklarieren als Mitarbeiter der Technischen Universität, weil die Technische Universität macht bei sowas nicht mit. 4 Jahre später, Didakta, eine persönliche Erfahrung, ich durfte ein Radiointerview halten im WDR, im Westdeutschen Rundfunk. Übrigens, falls jemand einmal die Gelegenheit, Live-Radio ist bei weitem das spannendste Medium. Also das hat mir wirklich am meisten Spaß gemacht. Live-Radio wird unterschätzt. Das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Medium. Jedenfalls durfte ich ein Interview halten zur Didakta und nachdem das Interview zu Ende war, hat es mich dann doch irgendwie interessiert, weil also irgendwie, ich wusste schon, dass ich also einen gewissen Stellenwert habe, aber so bekannt bin ich dann auch wieder nicht. Und es gibt in Deutschland ja doch genug Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und die man dazu befragen kann. Und habe dann eben die Redaktion gefragt, wie sie auf mich gekommen sind. Und da haben sie mir gesagt, ja, das war relativ einfach, sie waren der Einzige, der sich kritisch zu dem Thema äußert. Und das war für mich so ein Moment, wo man dachte, wie kann das passieren? Ich habe meine Einstellung überhaupt nicht geändert. Ich sage seit 5 Jahren das Gleiche und habe mir innerhalb dieser 5 Jahre vom medienliberalen Hippie zum im Wesentlichen konservativen Verfechter der alten Werte entwickelt. Und der Grund liegt einfach daran, dass wir dazu tendieren und vor allem auch im Bildungsbereich dazu tendieren, Dinge sehr gerne als Hype aufzunehmen und Sachen, die also gerade modern sind, eben relativ
reflektiert aufzunehmen und sofort eben versuchen, das wird die Zukunft sein und alles ist anders. Und das heißt also, diese Dinge passieren sehr, sehr, sehr schnell. Und da ist es immer wichtig, sich für einen Moment zurückzusehen und sagen, was ist möglich, was kann ich machen. Und ich möchte, und das ist mir auch immer wichtig an der Stelle zu sagen, ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass ich in irgendeiner Form negativ zum Game-Based Learning gegenüberstehe, ganz im Gegenteil, sonst hätte ich das nicht 15 Jahre lang gemacht. Aber man muss doch ganz deutlich sagen, es gibt andere Sachen auch. Und das ist eine Methode, eine sehr gute Methode, eine sehr schöne Methode. Viele Leute haben das sehr erfolgreich eingesetzt, aber es gibt andere Methoden auch. Die Grenzen, die ich damals im Wesentlichen entwickelt habe, und das war eigentlich der Punkt, die Redaktion des WDR damals auf mich aufmerksam gemacht hat, sind eigentlich relativ trivial. Und ich habe sie in gewisser Weise schon so ein bisschen gesagt. Das erste ist einmal, ein Spiel wird erst durch das Spielen zum Spiel. Das heißt, ich kann das Spiel, und das war also 2011 immer noch sehr, 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 sehr dick da. Das heißt, diese Idee, dass ich im Wesentlichen alles in ein Spiel packen kann, dann drücke ich den Studenten diese CD damals noch in die Hand und sage, das spielt jetzt durch, und wenn ihr es durchgespielt habt, dann seid ihr fertig. Und das funktioniert aber so nicht, weil Spielen ist ein Prozess und dieser Prozess muss gestaltet werden, dieser Prozess muss begleitet werden. Und wenn der Prozess nicht geeignet begleitet wird, dann funktioniert er in aller Regel nicht. Das haben wir auch empirisch feststellen können. Das ist also eine entsprechende pädagogische Begleitung ist dringend notwendig. Ebenso, ein Lernspiel oder Lehrspiel wird erst durch die Anwendung der Lehre zum Lernspiel. Es ist tatsächlich so, dass Sie praktisch jedes Spiel in gewisser Weise als Lehrmittel einsetzen können. Ich habe Kollegen in Deutschland, bekannte Medienpädagogen gehabt, die auch First-Person-Shooter-Games erfolgreich als Lehrmittel einsetzen konnten. Ganz, ganz schwierig, würde ich nicht empfehlen, wenn man nicht wirklich weiß, was man tut, aber es geht. Es gibt sicher gewisse Dinge, die sind einfacher als Lehrmittel einzusetzen und andere, die sind weniger einfach als Lehrmittel einzusetzen. Das gilt aber für alles, nicht nur für das Spiel. Das heißt, es gibt sicher Spiele, die sich eher eignen, als Lehrspiel oder Lernspiel verwendet zu werden, und es gibt Spiele, die sich weniger eignen. Ja, das ist aber jetzt keine Eigenschaft, die den Spielen an und für sich ausschließlich eigen ist, sondern das haben sie bei allen Lehrmitteln so. Ein ganz wesentlicher Punkt, der oftmals überschätzt wird, im Spiel Gelerntes wird nicht automatisch in die Realität übertragen. Und wenn Sie es, also ein Argument, das ich an der Stelle immer bringe, ist die Tatsache, dass wenn Sie heute die Jugendlichen fragen, dann werden Sie feststellen, dass vor allem bei den männlichen Jugendlichen über 90% der Jugendlichen in erster Linie First-Person-Shooter-Spiele spielen. Wenn wir wirklich so intensiv lernen würden über Spiele, dann hätten wir lauter Shooter im Wesentlichen herumlaufen. Das haben wir nicht. Der Grund, warum wir es nicht haben, ist, weil nämlich dieser Transfer aus dem Spiel in die Realität nicht so trivial stattfindet, wie wir das ganz gerne glauben wollen. Da braucht es einen Anker, da braucht es etwas, das sozusagen das, was im Spiel passiert, in die Realität überträgt. Ich muss also als Pädagoge eben versuchen, das im Spiel Gelerntes auch tatsächlich in die Realität, diesen Transfer zu gewährleisten. Das geht bis hin zu ganz trivialen Systemen. Wir haben Versuche gemacht, wo wir feststellen konnten, dass also etwa Schüler, die in einem Mathematik-Lernspiel mathematische Formeln im Spiel lösen können, das nicht automatisch dann auch auf der Tafel können. Das heißt also, es geht nicht so trivial. Natürlich, als Pädagoge ist es relativ einfach, diesen Transfer herzustellen. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass man dass das sozusagen die Gefahr ist, dass das nie passiert, ganz im Gegenteil. Das heißt also, wer ein Pädagoge mit ein bisschen Geschick kann diesen Transfer sicherstellen. Aber er passiert nicht von selber, das ist an der Stelle wichtig. Spiel, was auch schon gesagt worden heute, ist soziales Lernen. Das Lernen findet eigentlich nicht im Spiel statt, sondern das Lernen findet, stellt man fest, erst in der Reflexion über das Spielen statt. Das heißt, erst in der Reflexion über die Handlung des Spielens wird eigentlich erst gelernt. Wieder das Produkt, das Spiel als solches, hat eigentlich eine untergeordnete Rolle. Es ist eigentlich der Prozess, den ich hier anwende. Eins der größeren Probleme, spielbasiertes Lernen ist hochgradig individuell. Das liegt daran, dass wir diese Iterationen haben. Das heißt also im Wesentlichen, wie funktioniert ein Spiel? Ein Spiel funktioniert so, dass ich einen Lösungsansatz suche, diesen Lösungsansatz ausprobiere und wenn der nicht funktioniert, dann versuche ich den zu verbessern. Das heißt, ich habe einen iterativen Ansatz. Auch das kann man jetzt theoretisch sehr schön untermauern. Ich habe das immer ganz gern gemacht mit dem radikalen Konstruktivismus nach Heinz Förster. Möchte ich heute nicht machen, aber im Wesentlichen die Idee ist einfach, dass aufgrund der Tatsache, dass das so ein iterativer Prozess ist,
dieser iterative Prozess, die Tendenz hat, sich in unterschiedliche Richtungen zu entwickeln. Das heißt, wenn ich also 5 Schüler habe und die lasse ich einfach spielen, dann wird jeder diesen Prozess in eine andere Richtung steuern, was dazu führt, dass jeder etwas anderes lernt. Man sieht es sehr gut bei kommerziellen Videospielen. Wenn Sie also ein System anschauen wie World of Warcraft zum Beispiel, da werden Sie feststellen, dass es gewisse Spieler gibt, die irrsinnig gut wären im Organisieren von Gruppen. Andere Spieler werden sehr, sehr gut im Programmieren von User Interfaces. Wieder andere Spieler werden sehr, sehr gut in sozialen Organisation von Dingen. Also da gibt es unterschiedliche Spezialisierungen der Spieler. Und das hat damit zu tun, dass sozusagen dieser Prozess des Spielens eigentlich den Lernprozess oder die Steuerung des Lernprozesses, ein heuristischer Prozess, in die Hand des Spielers gibt oder der Spielerin. Das heißt also, wenn ich also jetzt spielerisches Lernen ansetze, muss ich als Pädagoge darauf achten, dass ich diese Prozesse gleichschalte. Das heißt also, ich muss durch geschicktes Eingreifen immer wieder versuchen, diese Richtungen, diese heuristischen Prozesse in die gleiche Richtung zu bringen. Und aufgrund der Tatsache, dass es so hochgradig individuell ist, kommen wir jetzt eigentlich zum großen Problem, das die Industrie quält. Es gibt keine Economies of Scale, das heißt, also, sie können ganz, ganz schwierig ein Geschäftsmodell entwickeln. Ich möchte nochmal darauf hinkommen, auf Ludwig. Ich habe mich so vorgestern mit den Leuten getroffen, die damals Ludwig entwickelt haben, und wir haben 5 Jahre daran gearbeitet. Das ist eine recht erfolgreiche Firma in Wien. 5 Jahre daran gearbeitet, es zu einem wiederholbaren Geschäftsmodell zu entwickeln, und mussten schlussendlich einsehen, dass eine Lehrspielentwicklung in dem Bereich, wie Ludwig war, mit doch, ja, die genauen Zahlen kenne ich nicht, aber so in der Regel in der Gegend von 1 Million Euro, dass sich das nicht so ohne weiteres wiederholen lässt, weil es einfach nicht, niemand gibt 1 Million Euro für ein Spiel aus, das im Wesentlichen einen Teilbereich der Physik abdeckt. Das heißt also, ein Geschäftsmodell hier zu entwickeln ist ganz, ganz schwierig, weil es eben keine Skalierung gibt. Spiele sind so hochgradig individuell, dass sie auf die einzelne Person, auf die einzelne Gruppe zugeordnet sind. Ludwig war schon gesprochen. Also ich weiß jetzt nicht, ob Sie Ludwig kennen. Wenn nicht, darf ich ganz kurz einen Trailer zeigen. Das war im Wesentlichen Ludwig. Ludwig war für uns sehr spannend, weil was wir damals versuchen wollten, ist, wir wollten wirklich versuchen, ein Lernspiel zu entwickeln, dass von den Schülern und Schülerinnen nicht das Lernspiel verstanden wird, sondern dass also tatsächlich sich von der Qualität gleich im Wesentlichen im Bewerb mit den großen Spielentwicklungen mithalten kann. Die Idee ursprünglich war natürlich, das Ganze auch gegebenenfalls auch tatsächlich als Spiel zu verkaufen. Tatsächlich ist es so, dass das also in der Form dann nicht funktioniert, aber zumindest die Schüler und Schülerinnen haben das doch als Spiel erkannt. Das ist also eine der ganz klassischen Aussagen, die wir mitbekommen haben, die uns eigentlich dann im Endeffekt sehr stolz gemacht haben, dass also irgendjemand gesagt hat, weil nämlich die Schüler mussten das ausprobieren in der Schule, und dann haben die Lehrer eben Fragen gestellt, und dann haben einige Schüler gesagt, das war kein Lernspiel, das war ein richtiges Spiel. Und diese Tatsache, es war ein richtiges Spiel, war uns eigentlich wichtig, was wir erreichen wollen. Wie sind wir auf das zugegangen? Und im Wesentlichen, diese Grenzen, die also Ihnen jetzt so gesagt habe, waren die Leitsätze eigentlich, wie wir die Entwicklungsstrategie aufgebaut haben. Und da gibt es einige Punkte, die man, glaube ich, mitgeben kann in der Art und Weise, wie Lernspiele gut entwickelt werden müssen. Das Erste, was man bei einer Entwicklungsstrategie, und das ist inzwischen, damals war das relativ innovativ, heutzutage ist das Allgemeinwissen, dass man nämlich die Bildungsziele eng mit der Spielmechanik zu verknüpfen hat. Wiederum, weil die Spielmechanik nämlich die Richtung vorgibt, in der
ein Spieler, eine Spielerin sozusagen seine Kompetenzen entwickelt. Das ist eigentlich, die Spielmechanik ist dafür verantwortlich, wie diese Iteration abläuft. Das heißt also, wenn ich diese Spielmechanik sehr eng verknüpfe mit den Lehrzielen und Lernzielen, dann habe ich es leichter, sozusagen den Prozess zu steuern. Ich habe das ganz einfach gesagt, also Lernziel ist gleich Spielziel. Das ist sehr einfach gesagt, das ist unglaublich schwierig umzusetzen. Das ist eine der großen Herausforderungen, die man hat. Ein Kollege von mir in den USA, einer der ganz, ganz großen Theoretiker im Bereich spielbasiertes Lernen, James G., hat es so genannt, you have to marry the game mechanics with the learning objectives. Also man muss sie verheiraten. Das heißt also, diesen Zusammenhang. Wenn Sie eine Spielmechanik haben, ein Spielziel, das sich total unterscheidet von dem eigentlichen Lernziel, dann haben sie es sehr, sehr schwierig, das umzusetzen, weil die Schüler oder die Spieler, Spielerinnen immer wieder vom Lernziel abweichen in Richtung, die wollen ja eigentlich das Spielziel erreichen, nicht das Lernziel. Das zweite ist der Fokus auf die Wissensproduktion. Das heißt also, wir haben also gesagt, das ist eigentlich der Prozess, der das Wesentliche ist. Das heißt also, Spiele sind eigentlich relativ schlecht geeignet, um Inhalte zu transportieren. Sie sind ausgesprochen gut geeignet, um Kompetenzen aufzubauen. Das heißt also, Ludwig im Speziellen zielt nicht darauf ab, dass man darüber lernt, praktisch bei welcher Temperatur Papier verbrennt, das kriegt man auch mit, aber das ist jetzt nicht das eigentliche Ziel, sondern das Ziel von Ludwig ist, zu denken wie jemand, wie ein Physiker. Das heißt also, man entwickelt eine Mindmap sozusagen, eine Kompetenzmap, man sammelt Kompetenzen auf und man muss diese einzelnen Kompetenzen zusammensetzen, eben wie jemand denken würde, der Physik studiert oder ein Forscher in der Physik ist. Also es geht also nicht so sehr um die Inhalte, es geht um die Prozesse wiederum. Auch in der Zwischenzeit schon klar, das Einbinden von dem, was im Spiel passiert, mit dem, was im Realen passiert. Man muss immer schauen, dass dieser Transfer dann auch stattfindet. Bei Ludwig haben wir es so gemacht, dass sozusagen es gibt ein virtuelles Labor und die Schüler und Schülerinnen sind angehalten oder die Lehrer und Lehrerinnen sind angehalten, die Versuche, die in diesem virtuellen Labor passieren, in der Realität auch zu machen. Im Extremfall, und das war eigentlich einer der Ausgangsideen, die stammt übrigens von Daimler-Chrysler. Daimler-Chrysler hatte ein Ausbildungszentrum, so um die Jahrtausendwende. Die haben sich damals überlegt, wie schaut die Bildung in 20 Jahren aus und haben, bevor es noch diesen ganzen Hype gibt zum spielerischen Lernen, festgestellt, dass Rollenspiele zentral sein werden. Und die hatten die Idee, dass die Techniker Teile des Rollenspiels nur dadurch lösen können, dass sie hinausgehen in ihre eigenen Werkstätten, dort in der Werkstätte etwas machen und dann mit dem Gelernten in der Werkstätte in das Spiel zurückkehren. Und das ist eigentlich der ideale Zustand. Das heißt also, ich verbinde mit etwas, was mit der Realität passiert, mit der spielerischen Aktivität. In der Entwicklung selber haben wir etwas verwendet, was wir als iteratives didaktisches Design bezeichnet haben. Im Wesentlichen nimmt es die eigentliche Entwicklungsstrategie von Spielen. Spiele haben eine ganz, ganz spezielle Form der Entwicklung. Das ist der Entwicklungsprozess bei Spielen, ist anders als klassischerweise. Es ist mehr so wie im Bereich, ja, in der Softwareentwicklung würde man sagen, agile Softwareentwicklung. Das heißt, das ist ein hochgradig iterativer Prozess, in der ständig ein Prototyp entwickelt wird. Wenn Sie ein Spiel entwickeln, selbst wenn es ein Spiel ist, das also hunderte Millionen Dollar in der Entwicklung kostet, dann haben die Firmen in aller Regel innerhalb von ein, zwei Tagen schon einen spielbaren Prototyp. Und dieser spielbare Prototyp wird dann über einen Zeitraum von 3, 4, 5, 6 Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Und der Zyklus, den zum Beispiel eine Firma wie Electronic Arts hat, ist, dass sie alle 2 bis 3 Tage einen neuen spielbaren Prototyp durchlaufen. Das heißt also, eine Spielentwicklung von einem Titel, wie wenn Sie zum Mediamarkt gehen und das dort kaufen, die Spielentwicklung durchläuft Hunderte von Iterationsschritten, die ständig wieder das Ganze machen. Und das haben wir im Wesentlichen versucht, bei einem Lernspiel einzusetzen. Die Art und Weise, wie man das tut, ist, dass man in der Testphase, die bei einer normalen Spielentwicklung ein prinzipielles Usability-Testing ist, dass wir dort eine pädagogische Komponente eingebaut haben. Das heißt also, im Rahmen des Playtesting, nennen Sie das, also Usability-Testing, wurde auch immer geprüft praktisch, inwieweit die Lernziele erreicht worden sind. Sodass wir in jedem Iterationsschritt wissen, bewegen wir uns in der richtigen Entwicklung und nicht. Das klingt gut, hat im Bereich Lernspiele ein großes Problem, dass nämlich Gelerntes nicht wieder entlernt werden kann. Das heißt, Sie müssen jedes Playtesting mit einer neuen Gruppe von Testern machen. Und das ist ein reines Skalierungsproblem. Das heißt, wir mussten dann bei der Entwicklung von Ludwig uns darauf beschränken, dass wir das nicht alle 3 Tage machen oder auch nicht alle 2, 3 Wochen, sondern wir haben es im Wesentlichen alle 2 Monate gemacht, dass wir einmal wirklich
vollständiges Playtesting gemacht haben, wo wir dann auch an die Schulen hinausgegangen sind und das an den Schulen getestet haben, auch mit den Lehrern, denn noch einmal, spielerisches Lernen ist ein Prozess und der den Prozess oder die den Prozess steuert, das sind die Lehrer und die Lehrerinnen. Das heißt also, man muss natürlich die entsprechend einbinden. Und das war schon von Anfang an klar, und das war dann, hat sich dann herausgestellt, war gut, dass das so gemacht wurde. Wir sind nicht davon ausgegangen, dass das wiederholbares Geschäftsmodell ist. Das war also im Wesentlichen ein Projekt, das war gefördert von mehreren Stellen. Aber es war von Anfang an klar, dass die Firmenstrategie eine ist, die das als Umweltrentabilität sieht, das heißt als Referenzprojekt. Und das hat auch ausgesprochen gut funktioniert. Die Firma OVOS heute in Wien ist eine der ganz, ganz gut positionierten Multimedia-Unternehmen. Kleines Unternehmen, aber sehr, 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 sehr gut bekannt. Ungefähr zur selben Zeit sind wir dann so übergegangen, um das Ganze in eine Pädagogik einzubinden. Und die Idee war eben, diese Medienspielpädagogik auf 4 Grundpfeiler zu bauen. Und in der Zwischenzeit sind es gewisse Dinge, die ich so immer wieder bringe, die also schon in gewisser Zeit, gewisserweise schon in den anderen Punkten drinnen waren. Und diese 4 Kernpunkte, diese 4 Hauptaussagen waren im Wesentlichen, das Spiel, digital oder nicht digital, ist an und für sich ungeeignet, um Inhalte zu transportieren. Was es eben kann, ist, der Wert des Spiels liegt im Bereich des Lernens. Oder, um einen modernen Begriff zu verwenden, Spiele sind kompetenzorientiert. Das heißt, und das trifft sich sehr, sehr gut mit der momentanen Denkweise der Pädagogik. Das heißt also, in die derzeitige Strategie der Pädagogik ist das eigentlich eine Methode, die ausgesprochen gut sich integrieren lässt, weil sie eben diese Kompetenzorientierung hat. Lernen mit Computerspielen ist ein hochgradig individueller Prozess. Jeder Spieler lernt im Prinzip etwas Eigenes. Das heißt also, ich kann das nicht als etwas sehen, das ich einfach hinausstelle und dann wird schon das Richtige passieren, sondern das ist leider eine Eigenschaft von allen Medien, dass je komplexer das Medium wird, desto schwieriger wird auch die Aufgabe, den Prozess zu steuern, der dieses Medium als Lernmedium verwendet. Diese Idee, die wir früher hatten, dass ich sozusagen, die aber heute immer noch haben, und das ist, was mir so momentan auch ein bisschen nervt in der ganzen MOOC-Diskussion, dass wir eben so Medien hinausstellen können und dann passiert was von selber. Das funktioniert in gewissen Einzelfällen, aber nicht global. Das heißt also, wenn ich mir das anschaue, was mit der gesamten Population passiert, dann stelle ich fest, dass es eigentlich relativ ineffizient ist. Das heißt, ich brauche jemanden, der diese Prozesse steuert. Und deshalb sind erfolgreiche MOOCs auch dadurch gekennzeichnet, dass sie eine unglaubliche Anzahl von Tutoren haben. Das heißt, die haben sie vielleicht zwar nur einen Professor oder eine Professorin, die 100.000 Studenten unterrichten, aber sie brauchen eine große Anzahl von Heinzelmännchen, die dahinter stehen und immer schauen, dass alles richtig funktioniert. Das heißt also, der Einsatz von Computerspielen oder von Spielen ganz generell erfordert eine ganz, ganz intensive pädagogische Prozessbegleitung. Und im Rahmen dieser Prozessbegleitung hat die Verknüpfung von dem, was im Spiel passiert, mit dem, was in der Realität passiert, eine Priorität. Das heißt, ich muss immer auch schauen, dass ich diesen Zusammenhang oder diesen Transfer auch sicherstelle. Lange Zeit war ich der Meinung, dass also diese 4 Punkte im Wesentlichen gleichbedeutend sind und eine generelle Einschränkung oder einen Rahmen definieren, in dem man sich bewegen kann. In den letzten Jahren bin ich aber immer mehr zu überzeugen gekommen, dass eigentlich während die ersten 2 dieser Punkte tatsächlich ganz grundsätzliche Sachen sind, an die man nicht wirklich rütteln kann. Das sind nämlich Eigenschaften des Spiels an sich. Die letzten beiden Punkte doch eine Möglichkeit haben, dass man diese Grenzen brechen kann. Das heißt also, die Herausforderung, die sich mir in den nächsten Jahren stellt, im Bereich des Game-Based Learning ist im Wesentlichen diese beiden Elemente etwas zu durchbrechen. Das heißt, gelingt es vielleicht doch, davon wegzukommen, diese Prozessbegleitung zu machen? Also kann ich das in irgendeiner Form technologisieren? Und die zweite Frage ist, kann ich die Verbindung zwischen dem, was im Spiel passiert und dem, was in der Realität passiert, speziell bei digitalen Spielen, nicht digitale Spiele haben das Problem von Haus aus nicht, weil sie in der Realität stattfinden, aber kann ich das sozusagen in irgendeiner Form im Wesentlichen umgehen? Und dazu gibt es einige technologische Trends, die ich nur ganz kurz anreißen möchte, die mir doch ein gewisses Hoffnung geben, dass das möglich ist. Und zwar zunächst einmal im Bereich der Verbindung zwischen dem, was im Spiel passiert und was in der Realität passiert. Diese Zusammenführung von digitaler Welt und realer Welt hat doch einige interessante Entwicklungen vollzogen. Das erste
ist einmal der ganze Bereich der Virtual Reality. Das ist die Oculus Rift. Wir arbeiten mit der jetzt seit 2 Jahren, glaube ich. Offiziell wird sie veröffentlicht nächstes Jahr und die Schätzungen gehen davon aus, dass etwa 5 Millionen Exemplare in den ersten Monaten verkauft werden. Das heißt also, diese Technologie der Virtual Reality ist etwas, was, zumindest gehen die Analysten davon aus, sich in den nächsten Jahren wirklich, wirklich sehr, sehr stark etablieren will. Ich bin da etwas skeptisch aus mehrerer Hinsicht. Die eine Hinsicht ist, dass also eben diese Technologie jetzt nichts Neues ist. Das gibt es seit 30 Jahren. Und ich kann mich erinnern, dass ich vor etwa 15 Jahren schon bei einem Review-Panel der National Science Foundation, das ist ein großer Fördergeber in den USA, im Rahmen des Human Computer Interactions der damalige Direktor gesagt haben, wir fördern keine Headsets mehr, weil das funktioniert nicht. Es gibt nämlich ein grundsätzliches Problem in der Art und Weise, wie Headsets funktionieren und wie der Mensch eben sieht. Das heißt, also, da gibt es eine Inkonsistenz in der Art und Weise, wie die Informationen transportiert werden. Das heißt, unsere Augenbewegungen sind viel zu komplex, als dass hier ein realistisches Bild entstehen könnte. Aber, und auf das komme ich dann in einer der konkreten Utopien, wir sind gerade momentan an der Grenze, das scheinbar doch zu lösen. Daher ist sicher eine interessante Sache, sich das genau anzuschauen. Der zweite Bereich ist der Bereich Sensor und Wearable Computing. Ich habe hier ein Bild von meiner Kollegin, das ist die Geneviève Dion, die ist bekannt. Was die im Wesentlichen macht, ist hochspannend. Die hat ein eigenes, das war eine Donation von einem japanischen Konzern. Die hat ein eigenes Lab, wo sie Nähmaschinen hat, mit denen sie Schaltkreise in Kleidung einlegen kann. Das heißt, also die sind fein und gut genug, sodass sie das im Wesentlichen schafft, in ganz normale Kleidung oder Kleidungsstücke im Wesentlichen in Computer zu verwandeln. Und das erste Produkt, was sie eben auf den Markt gebracht haben, und da haben sie zurzeit ein Proposal laufen, das für mich, ich denke immer, also Geldsummen ist immer so eine Sache, nicht mal, aber ab einem gewissen Zeitpunkt glaubt man, man hat große Grants oder große Projekte. Das Projekt, an dem die momentan arbeiten, hat eine Fördersumme von 320 Millionen Dollar. Im Wesentlichen ist es ein Ding, das eine Bauchbinde, die zu jedem Zeitpunkt das ungeborene Kind monitort. Das heißt, also, das nimmt ständig die vitalen Sachen auf. Und das macht es auf eine Art und Weise, da fließt kein Strom und nichts, sondern das ist einfach ein Schaltkreis, der vollständig in die Kleidung integriert ist. Da gibt es auch keine Technologie, die sichtbar ist in irgendeiner Form, sondern das ist ein Stoff, der schaut aus wie jeder andere Stoff. Der hat nur den Unterschied, dass er sich eben in gewisser Weise auslesen lässt von einer mobilen Institution. Und so kann man alle Kleidungsstücke umrüsten. Das heißt, also, es ist nur eine Frage im Wesentlichen der Kreativität, wie man diese Dinge anwenden kann. Und der dritte Bereich ist der des Ubiquitous Computing, das heißt also das, was Sie heute als Schnitzeljagd machen, das gibt es ja auch im digitalen Bereich. Das heißt also diese Idee, dass ich eben Technologie überall habe und daher ich diese Technologie auch in spielerischer Art und Weise verwenden kann. Sensoren gibt es überall, wir starten momentan unser College mit Sensoren aus, sodass die, sozusagen die Studenten mehr oder weniger immer ganz genau wissen, wo in den Gebäuden sie sich befindet, so wie ein GPS innerhalb eines Gebäudes im Wesentlichen. Das heißt, dass auf die Art und Weise kann ich natürlich ganz, ganz neue, ganz spannende Sachen machen mit Spielen. Da kann ich zum Beispiel Führungen durch ein Gebäude vollständig gamifizieren und kann die als Spiel gestalten. Das ist ein Beispiel eines Spiels, das recht bekannt ist, Ingress, das also eben auf GPS basiert und eben diese Idee des Ubiquitous Gaming verwendet. Und in dem Zusammenhang auch ein Trend, der damit im Zusammenhang steht, des Social Robotics. Das heißt also diese Idee, dass ich habe zwar jetzt Ubiquitous Computing in der Sinn und Form, dass es im Wesentlichen alle Gebäude in der Zwischenzeit intelligent sind, im Sinne von, sie haben Sensoren und können sich mit mir verbinden, aber jetzt kann ich das natürlich auch dazu nutzen, um einzelne Roboter im Wesentlichen zu entwickeln. Und die Idee im Social Robotics ist, dass ich eigentlich hier nur eine emotionale Identifizierung brauche. Das heißt, die Anthropomorphisierung eigentlich dieses Dings bedeutet ja nicht, dass also das ein sehr, sehr komplexes Gerät sein muss, sondern das braucht nur ganz, ganz spezielle Bewegungsmöglichkeiten, um sozusagen damit eine emotionale Verbindung herzustellen. Jetzt muss ich mal die Frage stellen, wer von Ihnen kennt Chibo? Ja, so ein paar von Ihnen kennen das nicht. Ich zeige nur ganz kurz, das war im Wesentlichen das Video, das ist your house. This is your car.
This is your toothbrush. These are your things. But these are the things that matter. And somewhere in between is this guy. Introducing Jibo, the world's first family robot. Say hi, Jibo. Hi, Jibo. Jibo helps everyone out throughout their day. He's the world's best cameraman. By intelligently tracking the action around him, he can independently take video and photos so that you can put down your camera and be a part of the scene. Jibo, take the picture. He's a hands-free helper. You can talk to him, and he'll talk to you back, so you don't have to skip a beat. Excuse me, Anne? Yes, Jibo. Melissa, just sent a reminder. Also im Wesentlichen, ich mache das jetzt nicht in der Einzelne, aber Sie kriegen so ein bisschen die Idee, dass er eigentlich mit ganz, ganz geringen Bewegungen das in einer gewissen Form in eine emotionale Verbindung herstellen kann. Also es ist ein Bereich des Social Robotics, der aus dem MIT kam in den letzten Jahren. Und das ist kein Zukunftsprojekt mehr, sondern das existiert tatsächlich. Auch das kommt nächstes Jahr auf den Markt. Und natürlich muss man immer mit einer gewissen Vorsicht betrachten. Viel wird gehypt auch. Aber vom Prinzip her sind alle Möglichkeiten, alle Technologien da, um das entsprechend umsetzen zu können. Ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen, möchte trotzdem noch auf die zwei Utopien zu sprechen kommen, die mich momentan faszinieren und die sozusagen ich sehr, sehr intensiv beobachte, weil ich glaube, dass sie unseren Bereich sehr, sehr stark verändern werden. Und das erste ist im Wesentlichen einmal die Lichtfeldfotografie. Gibt es Lichtfeldfotografen hier? Wissen wir, was Lichtfeldfotografie ist? Ah ja, einer zumindest, okay. Im Wesentlichen ist die Idee ja an und für sich relativ simpel, also so ganz so simpel ist es dann auch wieder nicht. Also das ist die erste, das ist eine Lichtfeldkamera. Das ist eine Lytro, die können Sie kaufen, die ist nicht ganz billig, aber Sie können sie kaufen. Und die Idee ist, dass man nicht Bilder aufzeichnet im Sinne von, dass man das tatsächliche Bild aufnimmt, sondern was Lichtfeldkameras aufnehmen ist, sie nehmen das gesamte Lichtfeld auf, das passiert. Das heißt also nicht das einzelne Pixel, sondern die Lichtstrahlen in gewisser Weise, die passieren. Das heißt also, Sie müssen sich so vorstellen, wenn Sie sich Ihr Auge denken und Ihr Auge wird ja durchflutet von allen möglichen Strahlen, das heißt anstelle, dass Sie jetzt im Wesentlichen ein Bild machen, nehmen Sie alle diese Lichtstrahlen auf. Das ist im Prinzip nicht so wahnsinnig schwierig zu tun. Die große Herausforderung in dem Zusammenhang ist, dass die Datenmenge sehr hoch ist. Das heißt also, Sie haben einfach irrsinnig viele Daten, die Sie hier sammeln müssen. Im Wesentlichen ist alles zum Quadrat. Das heißt, wenn Sie eine Megapixel-Kamera haben, dann brauchen Sie eine Megapixel zum Quadrat Lichtfeldkamera, um das aufzeichnen zu können. Das ist also schon eine ganze Menge Daten, die man braucht. Das heißt also nehmt man aber eine Lichtfeldkamera im Wesentlichen, die übrigens... Der Hauptverkaufspunkt, der gebracht wird, ist, dadurch, dass ich das Lichtfeld habe, brauche ich nicht fokussieren. Ich habe das gesamte Lichtfeld aufgenommen. Das heißt, ich nehme das Lichtfeld auf und entscheide mich erst danach, auf was ich mich überhaupt fokussiere. Das heißt, ich habe ja alle Informationen sind da. Das heißt, ich kann dann sagen, ich stelle die Schärfe einfach mehr auf die Tiefe ein, ich stelle es mehr näher ein und so weiter. Ich kann es aber auch dazu benutzen, und da wird es jetzt spannend, um sozusagen dem Gehirn es zu überlassen, auf was sich das Gehirn fokussieren will. Das heißt, also, wenn ich jetzt hergehe und nehme also derartige Lichtfeldkameras, die entsprechende Processing Power und dann sogenannte Lichtfelddisplays. Und da gibt es erste Prototypen. Das ist ein Prototyp von NVIDIA, der im Wesentlichen dieses Lichtfeld, dieses aufgenommene Lichtfeld, dann wieder in das Auge einspeist. Dann kann ich dem Auge überlassen, auf was es sich konzentriert. Oder anders ausgedrückt, wenn dieses Lichtfeld in das Auge im Wesentlichen, wie soll ich sagen, auf das Auge losgelassen wird, dann kann das Gehirn nicht mehr unterscheiden, ob das von einem realen Objekt kommt oder ob es von einem künstlichen Objekt kommt. Das heißt, ich habe also diese Grenze zwischen Realität und virtuellen Raum vollständig übersprungen. Da gibt es momentan eine Firma, die macht große Furore, Magic Leap, Sie haben es vielleicht mitgekriegt, Google hat eine halbe Milliarde Dollar in diese Firma investiert und man weiß nicht so genau, was es ist, aber sie sagen und Leute, die sozusagen innerhalb dieser Firma arbeiten, sagen, dass sie eine vollständige Lösung haben, die das im Wesentlichen durchzieht. Das heißt, also, es ist möglich, im Wesentlichen mit dieser Technologie Projekte in die Realität hinein zu projizieren in einer Art und Weise, dass das Gehirn den Unterschied zwischen dem realen Objekt und dem künstlichen Objekt nicht mehr erkennen kann. Und da wird es dann natürlich spannend, weil da hat man dann natürlich, so funktioniert es natürlich nicht, weil die müssen natürlich alle Brillen aufsetzen, also
Ja, aber im Wesentlichen die Idee, dass ich sozusagen jetzt wirklich diese Grenze übersprungen habe, von der ich vorher gesprochen habe. Das heißt, also ich habe eigentlich diesen Unterschied nicht mehr. Das heißt, also das Digitale und das Reale sind miteinander verschmolzen. Und die zweite Utopie, auf die ich kommen möchte, ist, und das ist auch eine Kollegin von mir, das ist ihr Twitter-Avatar. Und sie wäre wahrscheinlich jetzt ein bisschen böse, dass ich es Utopie bezeichne, weil sie ist viel näher dran an der Realität, um es wirklich als Utopie zu bezeichnen. Aber wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich ja sowas, ich hab gesagt, man braucht eine intensive pädagogische Prozessbegleitung. Und die Frage, die sich jetzt stellt, wäre es möglich, durch geschickten Einsatz von künstlicher Intelligenz diese Prozessbegleitung ebenfalls zu automatisieren? Ja. Lange Zeit bin ich davon ausgegangen, dass es nicht, aber ich musste dann feststellen, dass so ganz kategorisch kann man das nicht sagen. Ein Schritt in diese Richtung ist, was ich nennen würde, Personalized Adaptive Educational Storytelling. Sie kennen wahrscheinlich den Begriff des Adaptive Games oder Adaptive Education oder Adaptive E-Learning. Das sind also Systeme, die sich praktisch an die Bedürfnisse des Lernenden anpassen. Um es wirklich anwendbar zu machen, muss es allerdings mehr machen, als nur auf die Kompetenzen des Einzelnen einzugehen, des Lernenden einzugehen, sondern es muss noch mehr machen. Das System muss erkennen, in welchem Gefühlszustand die Person ist, die lernt, in welchen Umgebung die Person ist, die lernt. Das heißt also, es muss einen viel, viel breiteren Zugang haben. Und dann muss es imstande sein, dass nicht nur den Inhalt, wir haben ja gesagt, der Inhalt ist nicht das Zentrale, sondern auch die Mechanik zu verändern. Also in gewisser Weise die Geschichte, das Storytelling, die Geschichte, die über ein Spiel erzählt wird, die muss automatisch über den Einsatz von künstlicher Intelligenz basierend auf den emotionalen Zuständen des Lernenden sowie auf die Umgebung, in der sich das Ganze stattfindet, adaptiv verwendet werden. Und da gibt es momentan sehr intensive Forschung in dem Bereich, das in dieser Form zu automatisieren, Storytelling vollständig automatisch zu machen. Stellen Sie sich vor, Sie gehen irgendwo in ein Kino und das Kino zeigt Ihnen automatisch einen Film, der gerade oder entwickelt die Geschichte genau in der Art und Weise, wie Sie es momentan haben wollen. Also diese Idee, dass ich eben das zu automatisieren. Und wenn ich das hätte und die Lichtfeldtechnologie, dann wären die beiden Herausforderungen eigentlich gelöst und dann sind wir eigentlich nur mehr dann haben wir einen ganz, ganz großen Schritt in die Richtung gemacht. Und das sind alles Sachen, die meiner Meinung nach in den nächsten 10 Jahren passieren werden. Ja, vielleicht 15. Das war's, was ich heute sagen wollte. Ich habe ein bisschen länger gebraucht. Entschuldige mich. Danke sehr für die Aufmerksamkeit. Hat mich sehr gefreut, hier zu sein. Ich habe gehört, Fragen soll es noch geben. Haben wir noch Zeit? Ja. 10 Minuten? Gut. Also wenn es noch Fragen gibt, bitte. Danke. Ja. Tanja Stamm, FH St. Pölten. Ich habe eine Frage. Wir haben uns, ich komme auch, also vor Jahren bin ich auch Ergotherapeutin gewesen. Wir haben uns in Projekten sehr viel mit frühkindlichem Spiel beschäftigt und auch mit Komponenten oder mit Eigenschaften, die das irgendwie haben muss und auch mit dem Spiel von Tieren. Und ich hätte eine Frage, weil Sie das vorher auch erwähnt haben. Bei uns war immer so ein entscheidender Punkt auch, dass das Spiel sinnlos sein darf. Also dass es jetzt nicht unbedingt auf ein Ziel oder ein Lernziel in dem Fall ausgerichtet sein muss, sondern dass es diese Sinnlosigkeitskomponente gibt. Und da würde ich nur gern Ihre Meinung vielleicht dazu hören. Ja, also natürlich ist das Spiel etwas, also Heusinger hat schon geschrieben, nicht? Also wie Sie sagen, auch Tiere spielen und denen hat es der Mensch nicht beigebracht. Das heißt, das ist etwas, was sozusagen der Kultur eigentlich vorangeht. Das heißt also, was Heusinger im Wesentlichen damals gesagt hat, ist, dass es zwar sinnlos sein kann, aber es hat immer den Sinn der Kulturproduktion in dieser Form. Das heißt also das Spiel für sich mag sinnlos sein, aber im Endeffekt sozusagen bringt es uns weiter. Aber es darf sinnlos sein in dem Sinn von, dass ich ihm nicht notwendigerweise einen Zweck aufzwingen muss. Ja. Auch das Spiel im Kleinkind, im Frühkindlichen, hat diese Bedeutung. Eine Kollegin an der Donau-Universität hat mir mal auf die Arbeiten von Winnicott gestoßen im Bereich Psychotherapie, der eben das sehr hervorgehoben hat, dass also das frühkindliche Spiel extrem wichtig ist für die Persönlichkeitsentwicklung und wie das funktioniert und dass eigentlich diese Form des Spiels nie verloren geht, aber dass man sie sozusagen unterdrückt.
Es ist ganz klar so, und ich bewege mich ja auch in einem Bereich, wo Spiel sinnlos sein darf. Das heißt also, unsere Studenten gehen ja in aller Regel in die Unterhaltungsindustrie. Das heißt also, wir haben zwar sehr viel Forschung im Bereich Games for Health und Games for Learning, dort findet eigentlich die Forschung statt, aber unsere Studierenden sind interessiert am sinnlosen Spiel. Und das hat genauso seine Bedeutung. Ja. Also das ist ganz, ganz, ganz sicher so, dass das Spiel, und das darf man nie vergessen. Ja, also es gibt einige Leute, ich weiß, dass einige meiner Kollegen in Deutschland sind immer ganz grantig, wenn man den Spiel notwendigerweise einen Zweck aufdrücken will, weil das eigentlich nicht sein muss. Es ist ein Mittel, das man verwenden kann, aber wenn man es nicht verwendet, dann hat es auch seine eigene Bedeutung. Weil es so gut passt, Spiele wie zum Beispiel EVE Online, sind auch in dem Sinn keine Serious Games. Allerdings die Daten, die über diese Spiele gesammelt werden, werden dann teilweise dazu genützt, dass man zum Beispiel eine echte Wirtschaft simulieren kann, eine echte Volkswirtschaft und solche Sachen. Und dieser Aspekt ist mir da noch ein bisschen zu kurz gekommen. Inwieweit könnte man sowas auch in die Lehre einbauen? Also Wirtschaftssimulationen in dem Sinne gibt es ja eigentlich schon länger, als wir eigentlich uns mit Spielen beschäftigen und werden auch im Wirtschaftstraining-Bereich sehr intensiv eingesetzt. Also da gibt es überhaupt kein Thema. Die waren auch übrigens die Ersten, die sich dem Thema sehr offen angenommen haben, weil sie wussten, dass es funktioniert. Und wenn Sie einmal durch eine spielbasierte Veranstaltung in Economics gegangen sind, dann wissen Sie, wie schnell das eigentlich ist. Also wir verblüffend, wir haben an der Donau-Universität so Simulationsspiele gehabt, wie schnell Lehrer und Lehrerinnen Konzepte von Bilanzen und Kennzahlen verstanden haben. Unglaublich. Also innerhalb von kürzester Zeit die Grundprinzipien des Accountings. EVE Online, das sind alles Spiele, das sind alle Spiele, die ein Potenzial in dieser Form haben. Wir haben sie auch, und ich meine, Sie wissen ja wahrscheinlich, dass es sogar einen eigenen Begriff gibt, der World of Warcraft-Forschung. Das heißt also Leute, die sich nur mit dem beschäftigen. EVE Online ist insofern ein schlechtes und gutes Beispiel, weil das ist natürlich das klassische Beispiel, wo das wirklich passieren würde. Das heißt also EVE Online in der Art und Weise, wie es funktioniert, dass eben alle Spielenden gemeinsam in einer Welt sind, also nicht aufgeteilt auf Server, sondern alle in einer einzelnen Welt sind und alle 20 oder 30 oder wie viele Tausend es jetzt sind, ich habe das jetzt nicht verfolgt die letzten Jahre, eben sich gegenseitig sehen können im Endeffekt, dadurch eine gewisse Simulation einer sozialen Gesellschaft, also eine Gesellschaftssimulation eigentlich ist. Das heißt, in der Hinsicht ist es natürlich ein gutes Beispiel. Aber bei EVE Online ist gerade, wir haben es nie wirklich geschafft, es im Lehrbereich einzusetzen, weil es eine extrem steile Lernkurve hat. Das heißt also, um sie einmal reinzukommen, da müssen sie wirklich viel Zeit aufwenden. Und dann stellt sich die Frage, gerade im Lernbereich oder im Lehrbereich, praktisch, was ist wie ist die Balance? Ja? Also zahlt es sich wirklich aus, derartig viel Zeit praktisch in ein derartiges System zu verwenden, um diese Dinge zu lernen, kann ich das nicht anders auch machen. Also mir war es immer wichtig, den Leuten zu sagen, dass es ist eine Methode, das ist nicht notwendig, das ist die beste Methode. Und ein Lehrer, eine Lehrerin, die hat eine Toolbox. Und diese Toolbox beinhaltet viele verschiedene Dinge. Und man ist eigentlich, das ist eigentlich die Hauptaufgabe des Lehrers, der Lehrerin, immer das entsprechende Tool zum entsprechenden Zeitpunkt. Und es gibt gewisse Tools, die oft sehr, sehr gut funktionieren würden, wo es aber gewisse Einschränkungen gibt, die ich nicht anwenden kann. Also EVE Online ist ein klassisches Beispiel, das uns nie gelungen ist, wirklich in der Schule anzusetzen zum Beispiel. Aber das ist natürlich... Ich meine, Sie wissen ja wahrscheinlich auch, dass also gerade im World of Warcraft auch im Wirtschaftsbereich angewendet wird, das heißt, also, dass auch zum Training verwendet wird, diese Idee des Cross-Functional Team Managements, dass man das dort lernen kann, das ist sicher der Fall. Ja. Aber wie gesagt, man braucht immer diese Pädagogik, diese Prozessbegleitung. Markus Moslechner, Terra Mater Factual Studios. Wenn man davon ausgeht, dass Kinder oft sehr genau wissen, wann sie lernen wollen und dadurch dann auch was lernen. Gestern um 6:55 in der Früh hat meine Tochter zu mir gesagt, sie will das Handy jetzt haben und Rechenkönig spielen. Und ich habe gesagt, nein, es gibt kein Handy in der Früh. Wer hat recht? Ähm.
Das ist eine Frage, die so nicht so einfach zu beantworten ist, muss ich ganz ehrlich sagen. In gewisser Weise beide und keiner. Ich denke mal, also man geht da, also der Medienkonsum ist ja extrem brauche ich Ihnen nicht sagen, ist extrem gewachsen. Also wie soll ich sagen, wir verwenden Medien immer und überall. Die Frage, die sich stellt, ist das eine gute Verwendung oder nicht, ist eine Frage, die man stellen kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich gerade mit dieser Frage sehr oft beschäftigt habe, wie meine Kinder eben aufgewachsen sind. Und dass es aber für mich keine wirklich gute Antwort gab. Und ich glaube, mag das zwar unbefriedigend sein, aber im Endeffekt, glaube ich, hatte auch das sehr, sehr viel als Vater sind Sie im Wesentlichen ein Prozessbegleiter in der Entwicklung Ihrer Kinder. Und dieser Entwicklungsprozess ist so viel abhängig von der Art und Weise praktisch, was Sie erlauben, aber auch von Ihren persönlichen Einstellungen. Das heißt also, es hat sehr, sehr viel mit Familienkultur, es hat sehr, sehr viel mit unterschiedlichsten Dingen zu tun. Und dementsprechend kann diese Antwort richtig oder falsch sein, je nachdem, in welchem Umfeld Sie sich bewegen. Ich glaube, und das ist mir immer ganz wichtig gewesen zu sagen, dass man viel weniger falsch machen kann, als man glaubt. Aber man muss dann im Endeffekt auch seiner eigenen Erziehungsarbeit treu bleiben. Das heißt also, wenn ich gewisse Grundprinzipien habe, dann muss ich das auch in wesentlicher Weise konsistent einsetzen. Das heißt, die Konsistenz ist eigentlich wichtiger als das andere. Bei uns war es immer so, dass also die Mediennutzung relativ offen war, allerdings wollte dann immer auch genau wissen, warum. Das heißt, also meine Kinder haben sehr, sehr viel auch Computerspiele gespielt, aber die mussten dann immer erklären, warum. Wenn sie zum Beispiel, wenn wir eine Altersgrenze überschritten haben, was ja im Wesentlichen noch nicht tun soll, aber ganz ehrlich gesagt ja überall vorkommt. Das heißt also, wie Sie sagen, es ist ganz, ganz selten vor, dass ein 14-Jähriger nicht schon ein Spiel ab 18 gespielt hat. Ja. Dann musste mir immer erklärt werden, warum dieses Spiel für sie geeignet ist. Und das bedeutete, dass sie sich mit dem Medium kritisch auseinandersetzen mussten. Und das hat gerade so gut funktioniert, weil das ein Bereich war, in dem ich mich zu Hause gefühlt habe. Ja. Das mag für andere nicht funktionieren. Ich kenne Familien, in denen sozusagen einen viel restriktiveren Zugang zu Medien gibt. Auch das ist gut. Man darf nur nichts verteufeln und man darf auch das Umgekehrte auch nicht machen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Antwort war, aber... Geht das schon, ja. Fliegersdorfer Uni Salzburg. Spiele sind etwas sehr Umstrittenes, nicht? Nicht nur im akademischen Bereich, die Uni Wien will ihr Logo nicht hergeben, sondern auch in der Schule. Sie haben zwar gesagt, dass jeder Lehrer seine Toolbox haben sollte, aber er kann sie nicht einsetzen, weil die Effektivität der Spiele nicht belegt ist. Und in Zeiten von PISA-Studien etc. muss ja alles empirisch evaluiert werden. Wie sehen Sie denn die Evaluation von Spielen? Hier haben wir ein ganz, ganz großes Problem, weil wie soll ich sagen, das Problem ist, ich habe gesagt, also spielerisches Lernen ist extrem individualisiert. Das heißt also, das spielerische Lernen oder der Effekt von spielerischem Lernen hängt von vielen Komponenten ab. Das Spiel ist der geringste von allen. Das hängt davon ab praktisch, das hängt von der sozialen Struktur der Klasse ab, in der sie sich bewegen. Das hängt von den persönlichen Einstellungen des Lehrpersonals ab. Das hängt von den Gegebenheiten ab. Wie schauen die Computer aus? Wie schaut die Technologie aus? Wie sind die Computerräume überhaupt aufgebaut? Ist das ein freundlicher Raum? Ist das ein unfreundlicher Raum? Das hängt von der Zeit ab, in der es stattfindet. Das hängt von unendlich vielen, vielen Dingen ab. Und das Problem, das sich ergibt, ist, dass sie das labormäßig kaum erfassen können. Also ich habe irgendwann einmal gesagt, dass also das Spiel ist sowas wie die Quantenphysik der Pädagogik im Wesentlichen. Sobald man es versucht zu untersuchen, entgleitet einen. Weil in dem Moment, in dem ich sozusagen das spielerische Lernen in ein Labor stecke, dann entziehe ich ihm eigentlich eine wesentliche Komponente, unter der es funktioniert, nämlich die gesamte Umgebung. Und viele, viele Studien, die sie finden, die können damit nicht so wirklich umgehen. Also ganz ehrlich gesagt, das ist auch eine ganz, ganz allgemeine Einschränkung. Deshalb finden sie, gerade was das spielerische Lernen angeht, eigentlich ja, die Ergebnisse fast in jeder Richtung. Weil es sehr, sehr stark davon abhängt, wie ich den Versuch ansetze. Die umstrittene, ich bin mir nicht mehr so sicher, ob es heute noch so umstritten ist, wo es noch vor 5 Jahren war. Also ich kann mich an Zeiten erinnern, wo ich in diesen Räumen gesessen bin und da gab es dann in den hinteren Reihen Leute, die wütend auf mich eingeschrien haben. Sie sind also irgendwie der Zerstörer der Kultur.
die Zeiten sind vorbei. Das heißt also wie soll ich sagen, eine gewisse Akzeptanz gibt es schon. Aber ich würde das jetzt nicht das Ultima Ratio sein. Also es ist nicht so, dass jeder ein Spiel verwenden muss. Es muss nicht so, dass jeder spielerisches Lernen verwenden muss. Ich kann wieder nur auf meine eigenen Erfahrungen zurückgehen. Als ich an die Donau-Universität kam, wir hatten einen Kollegen von der Fernhochschule Hagen damals, der hat Medienpädagogik unterrichtet über einen 8-stündigen Frontalvortrag. Und das klingt brutal, aber das war der spannendste Vortrag, den ich jemals gehört habe. Ich bin dort gesessen und bin dem im Wesentlichen an den Lippen gehangen, weil der konnte wirklich 8 Stunden lang erzählen. Warum soll der das ändern? Ja, also das ist einfach eine Fähigkeit. Ich glaube, dass jeder Lehrer, jede Lehrerin ihre eigene Persönlichkeit in den Lehrprozess einbringen muss. Und für gewisse Persönlichkeiten, für gewisse Personen ist ein Spiel ein besseres Medium, für andere ist es ein weniger gutes Medium. Aber die empirische Untersuchung der Effektivität, dadurch, dass es so stark von der Persönlichkeit des Lehrpersonals abhängt, ist ganz, ganz schwierig zu messen. Kleiner Hinweis, wir haben auf dem Blog einen Blogpost gesammelt mit lauter Studien zum Thema Game-Based Learning, wo schon auch ein paar Hinweise sind, dass es hilfreich ist, aber ich stimme dir. Also wie soll ich sagen, es ist hilfreich, wenn ich weiß, wie ich es einsetze, aber wir wissen auch als Lehrer und Lehrerinnen, dass jedes Mittel hilfreich sein kann, wenn wir es richtig einsetzen. Es gibt fast nichts, dass sie, wenn sie es nicht richtig einsetzen, nicht hilfreich ist. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Es ist ein Hilfsmittel, es ist ein gutes Hilfsmittel. Es hat gewisse Dinge, die andere Mittel nicht haben. Es lehnt sich an diese Kompetenzorientierung an. Es ist daher in dieser Form vielleicht ein probates Mittel zur heutigen Zeit, aber es ist nicht das Einzige. Und es, wie gesagt, also es gibt da Leute, die das nicht einsetzen können, das ist auch gut.